Nur eine Kanne. Ja, hallo ihr. Guck mal da. Großes Riesenfoto. Also Martin ist der Braun. Martin ist der mit dem Braunen. Genau. Die Gänse ziehen zu uns auf die Kottenwiese des Museums. Das ist der Bereich, den wir gerade ganz neu umgestalten, weil wir ja auch im nächsten Monat in den Kotten eröffnen. Ist das die Kottenwiese? Und die Hühner sind auf der Obstwiese und die Gänse sind auf der Kottenwiese. Ja, wir haben die Gänse hier aufgenommen, weil das war ein wirklich lang gehegter Wunsch von uns, auch Gänse halten zu können. Wir haben ja bisher leider nur Hühner und Kaninchen und eine zahme Museumskatze, aber Gänse war ein ganz großer Wunsch von uns und da sind wir sehr froh. Eine Kanne Wasser? Nur eine Kanne. Die Gänse haben bei uns auf dem Hof gelebt. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Gütersloh in Rheda-Wiedenbrück. Leider ist es so, dass die Wiese ein bisschen klein ist, in der sie gelebt haben und sie immer schon mal wieder drumherum nach was Grünem suchten und das durchaus auch schon mal Stress mit Spaziergängern gab. Und da musste ich jetzt eine Lösung finden, wo sie bleiben können. Die Gänse sind ganz entspannt, sind ganz ruhige Tiere. Außer jetzt so im Frühjahr, dann ist die Zeit, wo die Gans ihre Eier legt. Dann kommt es auch schon mal vor, dass der Ganter ein bisschen unentspannter ist, weil er denkt, er muss seine Gans beschützen. Aber eigentlich sind die ganz lieb, ganz entspannt und sind ganz gut zufrieden, wenn sie ein frisches Grün haben, vielleicht ein paar Körner und frisches Wasser ist wichtig.